Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute 3 Übungen, jeweils im Intervall. Und das war's auch schon. Aber eine Übung, ganz verschiedene Levels. Und nur eine einzige Beinübung, da packen wir dann immer in den aktiven Pausen schöne aktive Pausen ein, die nochmal zusätzlich auf die Beine gehen. Aber zuerst starten wir mit dem Warm-up. Stellt euch hin, Kopf kreisen von der einen Schulter zur anderen. Und Schultern zurück. Ellbogen mitnehmen. Becken kreisen. Schön große Kreise machen. Und Richtung Wechsel. Wir gehen über zu den Knien. Und auch hier Richtung wechseln. Fußspitze aufstellen und steigen. Alle Gelenke von oben nach unten, Richtung wechseln und Fuß wechseln. Laufen am Platz. Wir nehmen die Ellbogen mit. Und Richtung Wechsel nach innen. Kick. Vor. Locker laufen, entspannen, Handgelenke streifen. Wir stellen uns etwas weiter als hüftbreit auf, gehen in den Squat, achtet drauf, Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen, drücken es gerade und wir gehen auf, tief, auf, tief, hoch, tief, hoch, tief. Achtung, wir halten unten. Ihr kommt nach vorne in die Plank. Achtet drauf, Schulter über Handgelenk und wir kreisen. Kleine Kreise, wenn ihr möchtet, werdet ihr größer, Richtung wechseln. Wir laufen langsam zurück in den Squat, Rücken ist gerade und aufrecht. Noch einmal, tief. Wir kommen nach vorne, Schulter über Handgelenk und tap, Fingerspitzen. Wer möchte, geht zur Schulter und wir halten. Achtet drauf, Becken bleibt parallel zum Boden. 7, wechseln. 5, 6, 7, switch. 5, 6, 7, und. 7, halten. Wir kommen zurück in den Squat. Jetzt kommen wir zur ersten Übung. Barrel Step Squat. Rechtes Bein kickt zur Seite. Kick. Zurück. Vor. Und Squat. Das gleiche zur anderen Seite. Kick. Zurück. Vor. Squat. Arme mitnehmen. Vor. Zurück. Vor. Tief. Und vor. Zurück. Vor. Tief. Noch einmal. Kick. Back. Front. And squat. Und kick, back, vor und halten. Achtung, jetzt kommt eine neue Übung. Ihr geht zur Seite auf den Unterarm. Rechtes Bein ist vorne, links hinten gestreckt. Wer möchte, darf mit der zweiten Hand hier stützen. Wir gehen halbes Tempo. Zurück. Sehr gut. Komm, zieh.
Wer möchte, kann einen Arm hochnehmen. Komm. Letztes Mal. Und wir wechseln die Seite. Ihr geht auf die andere Seite. Wir starten wieder vorne. Linkes Bein ist vor. Und wir gehen. Back. Sehr schön. Achtet drauf, dass die Schulter genau über dem Handgelenk ist. Und einmal lockern in den Ellbogen zusammen. Handgelenke von links nach rechts. Vor und zurück. Und kreisen. So, eine kleine Variation. Wir gehen nochmal zur anderen Seite. Linkes Bein ist gestreckt, rechts vorne drüber. Achtung, von hier gehen wir zurück, haken, raus, vor. Zurück, haken, raus, vor. Back, hook, front, step, on. Hook, tap, step. Schulter über dem Ellbogen. Mal und wir wechseln die Seite. Auf die andere Seite. Gleiche Ausgangsposition. Achtung, wir gehen. Step, hook, vor, vor. Step, hook, vor, vor. Step, hook, vor, vor. Step, hook, vor, vor. Sehr gut. Zurückkommen. Einmal Handgelenke lockern. Achtung, von hier Übergang nach oben. Die Schmerzen mit Gott haben, kennen den. Linkes Bein ran, rechts raus. Becken hoch und über die Seite in den Stand. Ganz kurze Schultermobilisation. Einmal die Arme ausstrecken. Wir gehen. Mitte, hoch. Mitte, hoch. Mitte, hoch. Mitte, hoch. Und tief. Ab. Und rechts. Ha. Und andere Seite. Beide. Hoch. Und locker. Okay, Leute, das war das Warm-up. Ihr kennt jetzt schon alle Übungen. Vielleicht wundert ihr euch, warum wir zwei Übungen nur haben. Ganz, ganz einfach. Die neue Übung, die wir haben, damit wir sie auf jeder Seite gleich machen, weil wir immer drei Intervalle haben, brauchen wir zwei Intervallsongs. Aber dazu gleich mehr. Erste Übung, Battle Step Squat, okay? Wir starten im Squat. Rechtes Bein, Kick zur Seite. Kick, zurück, vor und Squat. Das gleiche zur anderen Seite. Kick, back, vor und Squat. Noch einmal. Kick, back, vor und Squat. Okay, das ist unsere erste Übung. Wir gehen den ersten Intervall einmal zum Kennenlernen halbes Tempo. Das heißt, jeden Schritt zwei Zählzeiten. Noch einmal, das Tempo für das erste Intervall ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und alle in den Squat. Erster Intervall. Und kick, back, vor, squat. Kick, back, vor, squat. Und kick, back, vor, squat. Und kick, back, vor, squat. Ka, 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 squat. Und kick, back, vor. Wir halten. Aktive Pause, wir gehen zwei Schritte. Ka. Drei, vier. Ka. Ka. Lass die Beine schön brennen. Intervall 2, jeden Beat. Kick, back, vor, squat. Kick. 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 Kick.
geschafft. Und wieder halten. Wer sagt, das ist zu schnell, geht wieder zum ersten Intervall, halbes Tempo, okay? Jeder in seinem Level. Einmal Beine auslockern. Letztes Intervall. 5, 6, 7, 8. Kick. Squat. Kick. Squat. Kick. 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 Gleich geschafft. Okay, Leute, jetzt geht's zum Boden. Unsere neue Übung. Wir starten. Erstes Intervall, ganz einfache Variante. Übergang von hier. Squat, linkes Bein, kommt zur Seite, rechts drüber. Erstes Intervall, wir gehen auf den Ellbogen, Schulter über dem Ellbogen, halbes Tempo, wir gehen. Ka. Ka, 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 ka. Intervall 2. Jeden Beat. Step, 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 step. Letztes Intervall mit Hook. Wir gehen von hier. Step, Hook, back, front. Jeden Beat. Step, step. Das ist der erste Intervallsong. Zweiter Intervallsong, ganz genauso. Wir starten nur auf der anderen Seite. Bereit machen. Halbes Tempo. Ka, vor. Ka, vor. Ka, vor. Achtet auf eure Schulter. Durchhalten. Kopf. Zieh. Gleich geschafft. Und einmal in die Mitte kommen, auf die Ellbogen, Beine hoch. Bisschen was für den unteren Bauch tun, der Sommer kommt. Und wir wechseln die Seite. Gleiche Übung, jeden Beat. 5, 6, 7, 8. Und step. Zieh durch, komm. Durchhalten. 5, 6, 7, break. Wir kommen zur Mitte. Becken hoch. Und halten. Entspannt weiteratmen. Wir senken langsam ab. Wechseln noch einmal die Seite. Jetzt mit Haken. Macht euch bereit. Und step, hook, front, hook, front. Hook, front, hook, zieh, cut, cut. Durchhalten, komm. Five, six, seven, great. Kurz lockern. Jetzt genau das Gleiche. Gleiche Steigerung von den Levels. Wir starten nur auf der anderen Seite, okay? Damit wir jede Seite gleich viel belastet haben. Einmal Handgelenke kreisen. Denkt dran, wenn es euch ein bisschen zu schwer ist, macht einfach die gleiche Übung, halbes Tempo, okay? Wir starten jetzt auf der anderen Seite. Rechtes Bein ist vorne gestreckt. Links kommt drüber, okay? Immer wieder dran erinnern. Macht es in eurem Level. Wir gehen hoch. Schulter ist genau über dem Ellbogen. Einmal zurück zur Mitte. Kurz
Handgelenke kreisen. Tief durchatmen. Wir haben nur noch einen Song. Ich weiß, es ist anstrengend. Handgelenke und Ellbogen kreisen. Und wir lockern. Gehen langsam zur Seite. Rechtes Bein ist gestreckt. Links drüber. Halbes Tempo. Intervall 1. Und Step 4. Step 4. Step 4. Step 4. Durchhalten. Gleich geschafft. Und wir kommen jetzt zur Mitte. Beine hoch, unterer Bauch. Einmal tief durchatmen. Wir wechseln die Seite. Linkes Bein ist vorne, gestreckt. Jeden Beat. 5, 6, 7, 8. Step. Durchhalten. Zwei Intervalle nur noch. Becken oben lassen. Nicht nachlassen. Gleich geschafft. Five, six, seven. Und nochmal zur Mitte. Füße aufstellen. Becken hoch. Ein Intervall noch. Jetzt mit Hook. Denkt dran. Wenn es zu schnell ist, halbes Tempo. Bereit machen. Letztes Intervall. 5, 6, 7, 8. Step, hook, 4. Step, hook, 4. Durchziehen, komm. Gleich geschafft. Letztes Mal und sehr gut. Okay, Leute, nur noch das Stretching, dann habt ihr es gepackt. Einmal Übergang nach oben, linkes Bein ran, rechts raus, Becken hoch. Den Übergang, den ihr die letzten Wochen immer wieder gelernt habt. Ganz entspannt. Wir legen den Kopf zur Seite, wer möchte, eine Hand leichten Zug, andere Arm zieht Richtung Boden, Schulter tief. Wer möchte, schließt die Augen, lasst euch von meiner Stimme anleiten. Wir wechseln die Seite. Zurück zur Mitte, Kinn auf die Brust. Lösen, ein Arm über die Brust, Schulter tief. Tief ein- und ausatmen. Nase ein, Mund aus. Und Seite wechseln. Wieder Arm über die Brust, Schulter tief ziehen. Und lösen.
Ausfallschritt nach vorne. Ferse zieht Richtung Boden, Becken parallel, Füße parallel, beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Vorderes Bein strecken, wir gehen zum Fuß, jeder so weiter kommt. Und lösen, Bein wechseln, anderes Bein vor, wieder beide Fußspitzen nach vorne, Becken parallel, Ferse zieht Richtung Boden. Vorderes Bein strecken, wir gehen wieder zum Fuß. Und lösen. Ein Bein anziehen, Knie bleiben parallel, Becken aufrichten. Brust ziehen, Gleichgewicht halten, fokussiert einen Punkt, Fußgelenk leicht kreisen und wir gehen nach außen und lösen, Bein wechseln, wieder Knie parallel, Becken aufgerichtet. Knie zur Brust, wieder einen Punkt fokussieren, damit ihr das Gleichgewicht halten könnt. Und lösen, öffnen zur Seite. Und locker. Wir rollen einmal ab, von der Halswirbelsäule aus, Wirbel für Wirbel. Nach unten abrollen, Kopf und Schultern hängen lassen, Richtung Boden. Wenn ihr könnt, berührt den Boden und wir wippen leicht von der einen Seite zur anderen rüber, über die Mitte und pendeln uns so langsam in der Mitte ein, gehen einmal tief. Deep Squat, versucht die Fersen auf dem Boden zu lassen, Rücken möglichst aufrecht, Fingerspitzen zeigen zur Brust, versucht euren Herzschlag zu spüren und wir nehmen einmal das Kinn auf die Brust, Beine langsam strecken und Wirbel für Wirbel aufrollen nach oben, jeder in seinem Tempo, Schultern leicht kreisen. Okay, Leute, ihr habt es geschafft. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.